Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mal ein etwas anderes Video. Und zwar sind wir heute in der Schweiz. Also wir sind in Bern, die Hauptstadt der Schweiz, für alle, die es noch nicht wissen. Wir machen heute mal etwas anderes. Und zwar machen wir heute eine kleine Foodtour durch Bern. Und zwar eine Vegan Foodtour. Also heute geht es nur um veganes Essen. Ich bin dabei, mein Kameramann Sam ist dabei. Hallo. Und wir werden heute ein bisschen durch die Stadt gehen und mal gucken, was so abgeht. Ihr seid mit dabei. Deswegen würde ich sagen, let's go. So Leute, wir wollten eigentlich gerade frühstücken gehen, aber der Laden, wo wir eigentlich hingehen wollten, war überfüllt. Deswegen werden wir jetzt direkt Mittagessen gehen und werden da zu einem Burgerladen gehen, der gleich in der Ecke ist. Und zwar heißt der The Butcher. Bietet sowohl Fleischgerichte an, als auch vegane Burger. Bin ich sehr gespannt. Es gibt sehr viele Läden, aber der war gerade sehr gut bewertet. Deswegen haben wir den rausgesucht. Wir gehen da jetzt hin und ich bin gespannt, wie es da schmecken wird. So Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall hier im Laden. Der Laden heißt The Butcher. Ist auf jeden Fall sehr schön eingerichtet. Ich kann mal hier kurz hier um mich herum filmen. Mit ihm dabei. Was geht ab? Hallo. Ist auf jeden Fall schon mal sehr schön eingerichtet. Wir haben uns jetzt hier bestellt. Ich kann euch ja die Speisekarte hier rechts einblenden. Sag ich mal so. Ich habe mir jetzt hier im Laden bestellt einmal den Long Beach Burger. Das ist einmal ein Plant-Based Patty mit Röstzwiebeln, Spicy Barbecue Soße und einer Tomaten-Avocado Soße. Da bin ich sehr gespannt, wie das schmecken wird. Dazu haben wir noch die Butcher Fries und einmal ein Iced Tea, also das House Iced Tea haben wir hier genommen. Das Iced Tea ist schon da, das kann ich euch mal hier kurz zeigen. So, das wäre einmal das Iced Tea. Das ist wahrscheinlich ein standardmäßiger Iced Tea hier vom Haus. Werde ich jetzt auf jeden Fall hier mal vor der Kamera einen Test machen. Moment. Schmeckt ganz gut. Doch, schmeckt's hier? Wie findest du's? Was? Schmeckt's hier? Ja, mir schmeckt's auch gut. Also der Eis schmeckt auf jeden Fall schon mal gut. Bin ich aber gespannt, wie der Burger schmecken wird. Sobald das Essen da ist, werde ich es euch zeigen. Bin sehr gespannt, wir haben wirklich Hunger. Frühstücken gab es jetzt nicht, deswegen gehen wir jetzt hier auf Mittagessen. Seid gespannt. Unser Essen sitzt da. So sieht's aus. Ich gebe euch mal einen ganz genauen Einblick. Ich werde jetzt die Kamera mal hinstellen und dann gibt es hier mal eine Live-Essensprobe. So, ich nehme jetzt den Burger mal in die Hand und probiere mal. Ist schon mal sehr groß. So, bin ich mal gespannt. Also der Patty schmeckt echt Hammer, wirklich sehr gut. Ja, der Fokus möchte jetzt nicht. Also der erste Bissen hat schon mal sehr gut geschmeckt. Ist auch irgendwie, also ich kenne es ja bei manchen Burgerläden so, dass manchmal sehr viel Soße drin ist, manchmal ganz wenig Soße, aber hier finde ich es richtig passend, also hier ist es wirklich gut. Sam hat auch schön seinen Burger gebissen und hat beim ersten Bissen schon gesagt, dass es echt richtig gut ist. Und jetzt so Plant-Based Patty schmeckt richtig gut, Alter. Ja, das schmeckt echt gut, ne? Jetzt werde ich mal hier die Pommes testen. Ich habe hier so einen Trüffel-Dip genommen. Das ist übrigens alles vegan. Das sind die Pommes. Ja. Also so, wie eigentlich eine Pommes schmecken sollte. Ganz gut. Also, ich bin echt überrascht von dem Burger. Ich kenne zu manchen Burgerläden, dass sie ganz trocken schmecken. Aber hier komplett, also Plant-Based Patty komplett saftig, richtig gut. Ich beiß jetzt mal nochmal rein. Richtig gut. Was gibst du für deinen Burger? 5 von 10. 10 von 10? Ja, würde ich auch sagen. 10 von 10. Den Laden findet ihr übrigens auch in der Beschreibung. Kommt vorbei, lohnt sich. Ist auch ein sehr großer Laden. Vorne sieht es aus, als würden da wenig Plätze sein. Aber eigentlich ist der Laden sehr groß, also im hinteren Bereich habt ihr sehr viel Platz. Könnt ihr auch mit mehreren Personen kommen. Richtig gut, 10 von 10. Wir essen jetzt mal weiter. So Leute, das war es auf jeden Fall schon mit dem Burgerladen. Wir sind jetzt fertig. Insgesamt hat uns das gekostet 28,10 Franken. Das macht ungefähr 28,50 €. Ist in Ordnung für Schweizer Verhältnisse. Dafür war der Burger aber auch recht gut. Also kann ich jedem empfehlen. Ich habe jetzt leider keine Aufnahme vom Eingang gemacht. Wir gehen jetzt ein bisschen durch die Stadt und dann sehen wir uns spätestens beim nächsten Laden. Ach du Scheiße, wird die Uhr belichtet.
So Leute, nach dem Burger haben wir uns jetzt einen kleinen Nachtisch gegönnt. Wir sind jetzt quasi quer durch Bern gelaufen und haben hier eine vegane Bäckerei gefunden. Ist da hinten. Die heißt The Vegan Bakery. Da haben wir uns jetzt Chai Latte gegönnt und ich habe mir noch so einen veganen Donut gegönnt. Jetzt zeige ich mal den Laden. So, da vorne ist der Bäcker. Wenn ihr einmal die Straße hier von der Innenstadt hochläuft, dann seht ihr eigentlich gleich die Bäckerei. Dann würde ich sagen, probiere ich mal den Chai Latte. Sieht ungefähr so aus. Bin mal gespannt. Kurzer Geschmackstest. Sogar mit Zimt, schmeckt eigentlich ganz gut. Ja, geht klar, schön warm. Jetzt ist es sowieso arschkalt. Beim ersten Bissen sind mir die Cinemis runtergefallen, aber egal. Ich mache mal noch ein bisschen. Ne, ganz gut. Kann ich euch empfehlen, schmeckt ganz gut. Also insgesamt haben wir es gezahlt hier um die 10 Franken. Ist ganz preiswert, sag ich mal. Ist der Preis etwas sehr hoch, aber dafür, dass es halt eine vegane Bäckerei ist, ziemlich in Ordnung eigentlich, würde ich sagen. Deswegen, überzeugt euch selbst, wenn ihr mal in Bern seid, ab zur veganen Bäckerei, Vegan Bakery. Gönnt euch so einen Donut und lasst schöne Grüße da von mir. Wir sind schon den ganzen Tag unterwegs, sind jetzt hier im Supermarkt hier in der Schweiz, was hier Coop heißt. Ist so vergleichbar mit Rewe oder Edeka bei uns in Deutschland. Nur gibt es hier genau wie bei Rewe auch so Bowls oder Salate zu kaufen. Da machen die hier vorne, ich will da jetzt nicht hinfilmen, aber die machen die da selber und verkaufen die dann da. Ich kann euch mal meine Bowl zeigen, wie die aussieht. Ich habe mir wieder so eine vegane Bowl geholt. Quinoa. Ja. Süßkartoffel. Käse, ohne Tofu, ohne. Bin gespannt, wie es schmeckt. Da ist auch noch so ein Dressing dabei. Ich würde sagen, ich probiere es jetzt mal. So, um nochmal den Preis festzuhalten, die ganze Bowl hat uns hier 12,95 Franken gekostet. Runde ich mal auf 13 Euro. Also für den Preis sollte sich das schon lohnen, würde ich sagen. Dann nehme ich mal die erste Gabel und probiere mal. Okay. Also schmeckt schon gut. Vor allem mit dem Dressing auch, der macht auch was aus. Ist halt eher sowas für Berufspendler, die wohl mal etwas auf schnelle Welle brauchen. Das heißt, wenn die zum Beispiel hier in der Stadt unterwegs sind, zur Arbeit müssen oder was für die Mittagspause brauchen, ist sowas schon echt nice. Kann man sich auf jeden Fall gönnen, würde ich sagen. Also wenn man halt hier unterwegs ist, was auf Schnelle braucht, dann holt man sich eben so eine Bowl. Also ganz in Ordnung eigentlich. Ah, sogar mit Granatapfel. Sogar mit Granatapfel hier dabei, seht ihr das? Schmeckt ein bisschen süßig auf jeden Fall dadurch dann. Jetzt weiß ich auch, woher das kommt. Wie schmeckt deine Bowl, Sam? Sehr gut. Das ist deine Bowl. Thunfisch. Was ist das mit Thunfisch? Ja, Thunfisch, schwarzer Reis. Also er hat auf jeden Fall eine Thunfischbowl. Scheint ihm zu schmecken, ist in Ordnung für Leute, die jetzt nicht vegan essen. Kann man sich auch sowas gönnen. Aber hier gibt es echt viel vegane Auswahl, das hätte ich echt nicht gedacht. Allein schon im Laden, wir haben uns nämlich noch was Kleines geholt, das zeige ich euch auch gleich. Auch von den Bowls, nicht nur das gibt es, es gibt noch mehrere Bowls. Aber ich wollte jetzt da nicht filmen, weil da arbeiten Leute. Ist ja auch doof, wenn ich jetzt mit der Kamera reinhalte. Kommt her, probiert so eine Bowl, gibt es überall in der Schweiz sowas. Kommt und probiert einfach, warum nicht. So Leute, nach dem Tag in Bern sind wir jetzt auch schon zu Hause. Nach der letzten Aufnahme, wo wir die Bowl gegessen haben, sind wir dann nach Hause gefahren. Was ich aber noch nicht gezeigt habe, ist, was ich mir eigentlich noch danach gekauft habe. Und zwar habe ich hier, ja, so einen kleinen Proteindrink. Hier in vegan sieht man das, genau. Gibt es auch im Coop zu kaufen. Wollte ich auch mal vor der Kamera einen Test machen. Ich habe das einmal getrunken, aber ist auch schon sehr lange her. Bin ich echt gespannt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das schmeckt. Deswegen gut durchschütteln. Die haben dann auch so einen kleinen Deckel, den man hier noch abmachen muss. So, und dann probiere ich mal. Ja, schmeckt wie so ein typischer Proteindrink. Nur nicht so mehlig, so wie man es kennt. Für alle die auch Sport machen, kennen das bestimmt. Dass manche Proteindrinks sehr mehlig sind. Aber das hier geht eigentlich ganz klar. Hat, glaube ich, so um die 2,95 Franken gekostet.
Also ist ganz in Ordnung für Schweizer Verhältnisse, würde ich jetzt behaupten. Und dann würde ich sagen, war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War ein etwas kurzes Video, aber wir hatten auch leider nur begrenzt Zeit. Dafür hat es sehr viel Spaß gemacht, auch hier mal für die Kamera und für YouTuber das zu testen. Ich schlage mir gerne ein paar Städte vor, die ich besuchen kann, wo man ein bisschen testen kann, was es da zu essen gibt. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Wenn ihr auch Bock drauf habt, dann lasst mir einen Daumen hoch da. Vergesst nicht zu abonnieren. Wir sehen uns zum nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.